des Sportausschusses im Bundestag Freitag bezweifelt nämlich, dass die deutsche Mannschaftsleitung in London tatsächlich erst vor zwei Tagen von den Vorwürfen gegen die Ruderin erfahren hat. Nadia Sundala ist mit einem NPD-Funktionär liiert und ist deshalb aus dem Olympischen Dorf abgereist. Sie hat London verlassen, um Ruhe zu stiften, doch genau das Gegenteil ist eingetreten. Nach der Abreise von Nadia Sundala aus dem Olympischen Dorf geht der Streit um ihre Nähe zur rechtsradikalen Szene erst richtig los. Ihr Verhältnis zu einem NPD-Mann war in der Ruder-Szene ein offenes Geheimnis. Sie selbst hatte wegen dessen Kandidatur für den Schweriner Landtag ihren Dienst bei der Polizei quittiert. Gegen Kontakte nicht zu irgendwelchen NPD-Mann, sondern zu den letztendlich illegalen Kameradschaften. Davon der Ruderverband, das Deutsche Olympische Komitee, nichts gewusst haben will. Das ist nicht besonders überzeugend. Der Jubel über die Erfolge der Athleten bei Olympia wird überschattet vom Verdacht auf eine Kameradin mit braunem Umgang im Boot der Nationalmannschaft. Gegen diesen Vorwurf zur Unzeit verwehrt sich Deutschlands oberster Sportfunktionär. Da kann ich nur fragen, warum hat man uns das dann nicht gesagt, wenn wir es gewusst haben, und warum äußern Sie jetzt? Bach kündigte Gespräche mit Rigala nach den Spielen an. Auch der Sportausschuss im Bundestag will wissen, warum Rigalas Kontakte zur rechten Szene so lange verschwiegen wurden. Personenschützer der Bundespolizei sollen bei Einsätzen in Kabul und Bagdad über Jagd und Recht dienstliche Abrechnungen manipuliert haben. Der Schaden für die falsch abgerechneten Überstunden beläuft sich auf bis zu 1 Million Euro. Das berichtet der Fokus. Auswärtiges Amt.